Jo Leute, was geht ab? Parkix ist wieder back am Start, Leute, ihr wisst Bescheid. Und ja, heute gibt es wieder ein neues Video, und zwar die 5 schnellsten Bauarten der Welt, beziehungsweise die 5 schnellsten Bauarten, die ich kenne zurzeit. Und ja, da ich nur fast bridgen kann von den Sachen, habe ich für dieses Video Autoclicker verwendet, da dieses schon auf meiner Maus vorinstalliert ist, Leute. Bitte hackt nicht, hacken ist einfach nur scheiße, weil ihr anderen Leuten damit den Spielspaß versaut. Und ich habe dies mir nur benutzt mit meiner Maus, da ich ein Video aufgenommen habe im Singleplayer. Und ja, dann noch dazu, Leute, sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob ich die dann rausgetan habe ein bisschen. Aber als ich dieses Video aufgenommen habe, hat es gerade geregnet. Ich hoffe nicht, dass man den Donner gehört hat. Ich weiß gerade nicht, ob da Donner war. Aber ist ja auch egal. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Und lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und dann haut rein. Ciao. So Leute, das erste kennt wahrscheinlich jeder. Und zwar ist das Fast Bridgen, was wahrscheinlich auch jeder kann, was jetzt nicht besonders schwierig ist. Und ja, das ist eigentlich auch ganz leicht zu lernen. Damit kann man ganz schnell auf die andere Seite irgendeiner Map kommen, ohne irgendwie runterzufallen oder so. Die dürfte, glaube ich, jeder beherrschen, auch beim Hochbauen nicht allzu schwer. Und ja, kommen wir zur zweiten Bauart, und die heißt Brizzly. Die geht so, werden wahrscheinlich die meisten kennen. Ist ein bisschen schwieriger, da man das Timing gut machen muss, und die ist sehr schwer, die ist schon schwieriger. Und da muss man das gut timen können. Auch mit dem Block setzen hier. Das sind natürlich auch Bauarten, wo man sehr schnell zu den Gegnern, sage ich mal, rüberkommt. Da die auch einfach so, ja, seid halt einfach echt krass dabei dann. Und dann seid ihr auch schon da, und dann ist das sehr gut. Die nächste Bauart ist sehr schwer, meiner Meinung nach. Und zwar ist das Moonwalk, und goddammit. Okay. So. Ja, also Moonwalk finde ich sehr schwer. Aber jetzt habe ich eine ganz gute Line. Okay, da ist die Line auch wieder verkackt. Bauen wir jetzt hier mal hoch. So. Okay. Perfekt. Oh Gott. Okay. Ja, also Moonwalk ist echt krass, wenn man das gut kann. Also dann Respekt auf jeden Fall an denjenigen. Du hast auf jeden Fall was drauf. Dann eine andere Bauart, und zwar ist das God Bridge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden es schon viele von euch kennen. Das ist auf jeden Fall gar nicht leicht, Leute. Davon auf jeden Fall jetzt mal was. Ich versuch's mal. Ich kann das nicht. Ja, nee. Also es ist echt krass schwer, wenn man God Bridge kann. Oh lol. So. Ja, also das ist auf jeden Fall eine krass schwere Bauart. Zu einer anderen Bauart, die jetzt nicht schnell ist, aber schnell fürs Fast Bridgen, und zwar dieses Seitwärts. Ich weiß nicht, wie das gerade heißt. Werde ich auf jeden Fall aber eingeblendet haben. Und ja, wenn man das kann, kann man auf jeden Fall schnell sich zum Gegner rüberbauen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Dann lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.